So, bevor wir uns hier noch weiter verspäten, fangen wir doch mal an, ne? So, Achtung. Wäre schön, wenn dieses Licht auch gehen würde. Super, dann machen wir hier noch dunkel. Machen wir mal so. So finde ich gut. Machen wir euch mal hier klein. Haben wir nämlich hier so die Übersicht. Cool, funktioniert alles. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Endlich mal wieder live auf Sendung. Das und mehr jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Soundvlog, ganz frisch, der 337. Ich freue mich, wieder die E-Gitarre in die Hand zu nehmen und ein bisschen weiter zu üben. Jeden Tag übe ich und filme mich dabei. Ist nicht immer so ganz easy, aber ich kämpfe mich durch und habe es ja auch bald geschafft. Am 24. August steigt das große Soundvlog-Finale, wenn ihr dabei sein wollt. Schreibt mir, dann erfahrt ihr alle Einzelheiten. Instrumentenfreak hat sich auf jeden Fall schon angekündigt, dass er uns da vielleicht sogar einen kleinen Workshop mal gibt, was es so mit Loopern auf sich hat. Das finde ich durchaus sehr reizvoll. Vielleicht kann ich das auch mal ein bisschen ausprobieren. Ansonsten gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen eingespielt kriegen. Heute gibt es übrigens eine ganze Reihe Kommentare. Ich konnte mich mal wieder nicht so festlegen auf ein einziges. Und auch zwei waren irgendwie zu wenig. Und da ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gar nichts vorgelesen hatte, wird heute mal ein bisschen mehr vorgelesen. Okay, ich möchte ganz gerne mit einer gewissen Geschwindigkeit über diese ganzen Seiten rhythmisieren. Da die ja doch alle eine gewisse unterschiedliche Resonanz haben, weil sie unterschiedlich dick sind und mehr oder weniger Widerstand haben, muss man sich tatsächlich mit der Schlaghand und der Haltung des Plecks immer wieder auf die einzelne Saite einstellen. Tja, und da hilft es auch nicht großartig drüber nachzudenken und zu reflektieren und zu erklären. Das muss man einfach machen. Komm, ich kann ein bisschen höher sitzen. Ich sitze ganz oft auf einer anderen Höhe, weil ich auf unterschiedlichen Sitzhöhen abhöre. Ja, je nachdem, wo man sitzt, klingt es ja dann doch anders. Ich setze mich auch mal weiter nach hinten, mal weiter nach vorne. Also ich verlasse absichtlich den Sweet Spot, um bestimmte Frequenzbereiche besser beurteilen zu können. Sollen wir das jetzt mal ein bisschen rhythmisieren? Das ist richtig schwer. Diddle-diddle-dem, das auf jeder Seite. Je einfacher die Übung, desto schwerer ist manchmal, das exakt umzusetzen. Geht schon nicht. Das wäre echt mal der Hammer, wenn das mal fehlerfrei klappen würde. Ja, auch nicht perfekt, aber immerhin. Ja, und das ist nicht nur so, dass ich mit meinem ein Jahr Gitarre üben jetzt vielleicht noch nicht die Routine da drin habe. Ich glaube, es ist auch eine Unterschätzung von vermeintlich einfachen Übungen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Leute mit viel, viel mehr Erfahrung bei sowas Schwierigkeiten haben, das exakt zu spielen.
schade. Bis auf die letzte Seite war das schon ganz gut. Ja. Für die H-Seite. Die will nicht so richtig bei diesen Barré-Griffen. Krass. Schwachstelle in meinem Barré-Griff entdeckt. Will nicht so richtig. Nee, ich klemm einfach fest. Tempo, wenn man jetzt wirklich 16. durchspielt, ist das Wechseln der Saiten auch noch nicht so einfach. Aber ich glaube, das hier müsste eigentlich schon ganz gut gehen. Ich spiele mal etwas weiter hinten. Musik
Manchmal ganz lustig, dieses It's the Eye of the Tiger, ne? Dieses, was ich jetzt so bending-mäßig mache, das passt gar nicht so richtig gut. Also da lieber, glaube ich, die Töne richtig greifen. Jetzt. Den kann man wunderbar hochziehen. Vielleicht auch, weil es ein Ganzton ist. Es geht nicht immer, ne? Oft klingen diese Bendings auch echt fehl am Platz. Hier geht es deswegen auch so gut, weil es der höchste Ton ist. Und dann ist es wow, noch höher. Und das ist mein Zielton. Deswegen kriegt dieser Ton eh, der hat eh schon ein besonderes Gewicht. Und da ist es dann ganz schön, wenn man den Ton noch ein bisschen ausschmückt. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich technisch genug gemacht habe. Vielleicht noch ein bisschen Pseudochromatik. Relativ sauber. Nur den Richtungswechsel, den schaffe ich nicht so gut. Na komm schon. Okay. Bingo 5746 ist da. Bin ich echt der Einzigste? Der Einzige heißt das. Nein, du bist nicht der Einzige. Ich bin auch noch da. Und wir können uns eine wunderbare Zeit zu zweit machen. Wer weiß, ob noch jemand dazu stößt. Ich hoffe ja.
Wenn nicht, tja, dann musst du mit dir selbst Gespräche im Chat führen. Ich werde öfter mal in den Chat gucken, ja, um ein bisschen nach dir zu schauen, dass es dir auch gut geht. So, vor 3 Tagen hat Vito Estone so ein bisschen was Neues rausgebracht. Ein Bass-Impro-Track, der ist für uns nicht ganz so entscheidend, aber hier gibt es einmal Relaxing Instrumental Guitar Backing Track. Relaxing ist für mich gerade sehr, sehr sinnvoll bei dem Wetter draußen. Mal gucken, was das gibt. Einfach mal so ein paar Ideen ausprobieren. Wow, ich hoffe, es kommt ein bisschen Schlagzeug dazu. Das gibt mir irgendwie mehr Energie fürs Improvisieren. Viel passiert da nicht mehr. Also, da ist doch noch jemand. Riegler Christoph, herzlich willkommen auch heute im Live-Talk. Wow, 89% MOBA, ich bin auch da und das ist aber echt nett von dir, Klaus. Ja, wenn wir nur 2 Leute im Chat haben, dann dürft ihr euch auch was wünschen, was ich tun soll heute. Ja, also was ich üben soll oder so. Schreibt mir oder beratet mal ein bisschen. Und ich werde gleich mal reingucken und schauen, wie ich euch da entgegenkommen kann. Ja, wer so ein exklusives Privileg hat und wirklich einziger Live-Zuschauer ist, auch wenn es 2 sind, ich würde sagen, der hat eine besondere Zuwendung verdient. Guitar-Backing-Track Funk in A. Also dieser Meditationstrack hat mich nicht so überzeugt. Ich brauche ein bisschen Schlagzeug, sonst wird das so sphärisch. Dann ist immer alles möglich. Das reicht mir nicht. Oh, es gibt Werbung. Kann ich in 5 Sekunden überspringen? 4-fache HD-Qualität. Oh mein Gott. Mal ganz ehrlich, wer will denn das? Wer will denn Quad-HD auf seinem Handy haben? Kein Mensch. Es will niemand. Die kommen dann an und sagen, ja, wenn du mit einer 100-fachen Vergrößerung, wenn du das Handy unter das Mikroskop hältst, selbst dann siehst du noch keine Pixel. Ist mir scheißegal. Ja, wenn ich das Handy so halte und keine Pixel sehe, reicht mir das vollkommen aus. Also ich weiß noch vor einem Jahr,
haben wir uns schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil wir meinten, HD braucht doch kein Mensch fürs Handy. Wo ich jetzt sagen würde, ja gut, da muss man wenigstens nicht umkonvertieren, wenn man irgendwelche Filme gucken will oder so. Ist halt ein relatives Standardformat. Aber das Ganze jetzt so krass aufzublasen auf ein Format, auf eine Auflösung, die kein Mensch braucht, das finde ich echt krass. Ich meine, es gibt sicherlich so ein paar Heimkino-Enthusiasten, die dann irgendwelche Curved LCDs haben. Diese Kurven bringen ja eh überhaupt nichts. Die haben vielleicht auch noch Quad-HD-Auflösungen und auf 70, 80 Zoll oder 90 Zoll, was auch immer die sich da aufhängen. Vielleicht sieht man es dann. Vielleicht ist es dann echt gar nicht so eine schlechte Qualität, wo ich dann auch sagen würde, boah, geil, das ist schon ein Filmerlebnis. Aber nee, also das ist es mir überhaupt nicht wert. So, läuft es jetzt mal hier langsam. Ich suche übrigens nach einem neuen Handy. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, was ein gutes Smartphone wäre, bin ich auch sehr dankbar. Ich warte gerade so auf September, weil sich da das iPhone 6 ankündigt und auch das Galaxy S Alpha, wenn ich richtig informiert bin. Die beiden finde ich ganz spannend. Würde mich mal interessieren, was die so können und ob ich denke, ich könnte mich damit arrangieren. Das S2, was ich immer noch habe, das gibt so langsam seinen Geist auf, aber damit bin ich echt gut gefahren über Jahre. Ich habe mir da mal für wenig Geld einen Akku nachgekauft und erfüllt einen sehr, sehr guten Job. Aber so langsam ist Zeit für ein neues, das merke ich dann doch. Das Navi ist nicht mehr so schnell oder der Proximity-Sensor funktioniert nicht mehr. Also das Display bleibt an, auch wenn ich telefoniere, das ist nicht so ganz toll. So, passiert hier noch was oder nicht mehr? Ah. Da, ich glaube, das ist der Ton. Ja, ist ein A. Oh je, ganz schön schnell. Meine Güte. A-Moll. Denn? War das in Time? Was spielt der denn da eigentlich? We'll be right back.
Ach cool. Jetzt kriegt man hier was. Okay, cool. Ja, hier standen so ganz viele Spielanweisungen bei, die ich jetzt nicht verfolgt habe, aber nicht uninteressant, mal nochmal zu versuchen, so in the pocket irgendwie Rhythmusgitarre zu trainieren. Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe neulich noch so eine Partyband gesehen, wo ich auch diesmal so ein bisschen genauer mir den Gitarristen angeguckt habe, und es ist echt toll mittlerweile, weil ich ganz genau weiß, was der da spielt. Also auch wenn ich Radio höre und gar nicht den Gitarristen sehe und da kommt ein Gitarrensolo, ich weiß schon ziemlich genau, auf welchen Seiten der unterwegs ist, weil eben dieses, ihr wisst schon, diese Sachen hier. Nochmal. Ja, irgendwie diese Bending-Geschichten. Und dann mit dem kleinen Finger eben noch die Seite da berücksichtigen. Weiß ich mittlerweile, wie man das macht. Also ich kann zumindest mir vorstellen, mit welchen Fingern der Gitarrist gerade spielt. Und ja, oft ist das für mich sehr einfach zu verstehen. Alleine durchs Hören und sowieso durchs Zugucken nachzuvollziehen, was der Gitarrist da spielt. Ich bin leider technisch noch nicht so weit, um das so direkt umzusetzen. Ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht präzise genug. Ja, das ist eigentlich nicht schnell genug und nicht präzise genug. Aber ich merke, dieses Backing-Track-Gefasel, was ich da mache, nur auf der Pentatonik rauf und runter. Das nur muss man echt in Anführungszeichen sehen, weil das ist wirklich aus meiner Sicht das Herz eines jeden Solos. Klar gibt es Ausnahmen, ja, da brauche ich mich gar nicht drüber streiten. Aber wenn man sich wirklich so die Gitarrensoli anhört, die einem so täglich begegnen, da ist das immer das Fundament, ganz, ganz oft. Und selbst wenn irgendwelche Outside-Geschichten da kommen, wo man denkt, huch, wow, das war aber jetzt ein bisschen crazy und so ein bisschen fortschrittlich, wenn man sich das dann genau anschaut und merkt, ach krass, das ist einfach auch nur die Pentatonik verschoben, dann merkt man irgendwann, es läuft immer wieder auf das zurück. Von daher, es schadet nicht, das wirklich bis zum Erbrechen zu üben. Deswegen mache ich das. Okay, jetzt haben wir eine Gelegenheit, mal in den Chat zu gucken. Vielleicht haben sich die Zuschauer schon was überlegt, was ich üben soll. Ihr könnt auch einfach eine Frage stellen an mich, ja, irgendwas. Ich bin heute vollkommen für euch da. Falls nicht, habe ich auch noch Comments vorbereitet, die ich gleich mal vorlesen werde. So. Die Hitze sorgt bei mir für mangelhafte Grammatik. Ist mir egal. Also den neuen viralen Hit, das wäre doch mal was. Also ich wünsche mir ein Cover-Tutorial zu Ist mir egal von, ach du je, wer ist das denn? Kasim Akboga. Das ist der neue virale Hit, habe ich noch nichts von mitbekommen. Seht ihr mal, wie gut ich informiert bin. Ist mir egal. Ich hoffe, das ist nicht Content-ID-mäßig kritisch. Das LG G3. Aha. Mega stylisch. Ein Hammer-Design, edler Metallic-Look. Ja, wobei, ich mag es, wenn das so wertig ist. So, nur so ein Plastik-Handy ist für mich auch nicht mehr so das Ding. So, da ist er. Egal, ist mir egal. Egal, ist mir egal. Egal, ist mir egal. Ach, hat 130.000 Aufrufe, ist also noch nicht so viel. Arbeit ist mir egal. Keine Geld ist mir egal. Zweite Meinung ist mir egal. Roboter mit Senf ist mir egal. Ist mir egal. Egal, ist mir egal. Okay, cool. Egal, sehe ich zum ersten Mal. Egal, egal, ist mir egal. Egal, das ist ein Wahl, das ist ein Saal. Schau ins Regal, Steven Seagal. Ist mir egal, ist mir egal. Diese Lied scheiße, ist mir egal. Okay, kommt da noch was? Okay, ist leider keine Gitarre drin, von daher das Tutorial endet dann auch schon jetzt hier in diesem Moment. Aber es ist eine gute Idee, ich werde meinen heutigen Soundvlog als Tutorial für dieses Ding hier benennen. Kann ich eigentlich meinen Livestream noch umbenennen? Müsste eigentlich gehen.
Guck mal hier. Also Kasim, wie heißt der weiter? Akbok, heißt der so? Und dann noch mit A. Akboger ist mir egal. Guitar Tutorial. Änderung speichern. Müsste eigentlich klappen. Mal gucken, ob jetzt zehntausende Leute mein Video anklicken. Ja, ja, war ja mal ganz lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Internet-Webvideokultur so gut tut, wenn man plant, mit einem möglichst billigen, bescheuerten Video viral in irgendeiner Form Karriere zu machen. Ich sehe das nicht kritisch, ich finde, die Leute sollen das machen, aber ich versuche mir so ein bisschen zu erklären, welchen Effekt das eigentlich hat auf die Internetkultur. Und ich glaube, dass das auch gerade so eine Kuh ist, die gemolken wird. Also möglichst banalen Kram einfach machen, wo sich die Leute eben fragen, warum ist das so erfolgreich? Das gab es, glaube ich, früher nicht. Früher waren irgendwelche Künstler erfolgreich, weil man irgendwie wusste, die waren gut, die konnten irgendwie was, ne? Oder die hatten irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung. Man konnte es sich vielleicht nicht immer so erklären, aber das sind so Dinge, wo man sagt, okay, das ist völliger Stuss. Und aufgrund dieser völligen Sinnlosigkeit ist das in irgendeiner Form erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es das früher so viel gab. Ich glaube, Mike Krüger mit Nippel durch die Lasche ziehen oder so war vielleicht ein erstes Beispiel. Gibt natürlich noch ein paar bestimmt auch aus dem internationalen Raum, wo das früher schon mal so war. Aber da ist nichts an Virtuosität, wenn man so will, dran. Also keine Leistung wirklich dahinter. Und irgendwann, vielleicht wird es jeden Tag 20 solcher Videos geben, die auf Facebook kursieren oder vielleicht 100, die alle vielleicht auf noch einem höheren Niveau scheiße sind oder auf einem niedrigen Niveau als das. Und irgendwann denkt man sich dann, okay, jetzt reicht's auch mal. Jetzt haben wir uns genug darüber kaputt gelacht, dass man mit Schrott auch erfolgreich sein kann. Jetzt interessiert uns das nicht mehr. Das war so, ist so ein bisschen wie dieses heftig.com oder wie das heißt oder heftig irgendwas. Da gab es eine Zeit lang auch in meiner Timeline diese bescheuerten Links zu. Ne? Ich frage mich echt, was meine Facebook-Freunde da reitet, sowas zu teilen. Aber letztendlich, ich fand die Überschriften natürlich auch erstmal so, dass sie mich neugierig gemacht haben. So sind sie immer formuliert. Und wenn das Leute teilen, die ich kenne, denke ich, ja, okay, guckst du mal drauf. Und teilweise waren das sogar ganz interessante Videos. Aber irgendwie ist das jetzt gesättigt. Ich klicke da nicht mehr drauf, aus Prinzip nicht. Weil ich irgendwie denke, ja, mein Gott, das ist wieder irgendwas. Entweder, ja, ist mal ganz lustig, einer fliegt auf die Fresse oder es ist irgendwie so ein Naturphänomen, aber gut, habe ich jetzt auch mittlerweile ein paar von gesehen und reizt mich jetzt einfach in dem Moment nicht. Wenn das von heftig.co, wie heißt denn das? Komm, ich sage jetzt einfach heftig. Wenn das von heftig kommt, dann weiß ich schon, das kann noch so cool sein. Es ist für mich nicht so reizvoll, als wenn mir jemand vielleicht auf der Straße, mit dem ich mich unterhalte, wenn der mir von einem coolen Video erzählt und mir extra noch per E-Mail die URL schickt, dann gucke ich mir das an und habe damit auch einen Bezug zu dem Typen und denke mir, ey, geil, dass du mir das verlinkt hast, können wir nächstes Mal drüber reden oder so. Ne? Also das ist für mich ein großer Unterschied, auf welchem Weg ich jetzt zu geilen Videos gelange. Naja, und ja, Mediakraft ist ja ganz vorne mit dabei zu sagen, das Internet und YouTube ist mehr als nur Katzenvideos, ja, die kämpfen ja praktisch fast schon ja, verkrampft oder krampfhaft oder krankhaft vielleicht sogar schon darum, zu versuchen, YouTube noch weiter zu etablieren im Mainstream. Natürlich einmal, weil die Firmen dann vielleicht mehr Werbegelder im Etat für Webvideo, für den Webvideobereich zurücklegen. Aber natürlich auch, weil dann vielleicht noch mehr Zuschauer auf die Plattform kommen. Ist ja erstmal ein ehrenwerter Ansatz, aber mit sowas wird das niemals gelingen. So ein Schuss geht eher nach hinten los, dass man sagt, ah, das ist jetzt voll das virale YouTube-Video. Und dann gucken sich das irgendwelche Leute an und denken sich, gut, 2 Minuten Zeitverschwendung, gut, dass es nicht noch mehr waren. Anscheinend muss man jetzt mit so einem sinnlosen Zeug sich bespaßen. Ich fand es nicht witzig, ich fand es auch nicht besonders clever. Ich fand, dass keinerlei
wirklich originelle Ideen da drin waren. Ich habe schon wesentlich unterhaltsamere und damit auch niveaulosere Videos gesehen. Tja, das ist mein Fazit. So, wir kommen aber auch so ein bisschen in diesem Moment, wo mein Bild einfriert, das war pure Absicht, kommen wir zu den Comments des Tages. Augenblick noch bitte, ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Guckt mal hier, mein Skelett ist schon da, aber witzigerweise nicht mein... Ah, weil hier auf meinem Laptop... Ja, komm, machen wir die Kamera wieder an, nützt ja nichts. Auf meinem Laptop hat sich Max nicht richtig gestartet. Weiß ich auch nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Und trotzdem rödelt mein Laptop hier wie verrückt. Oh Mann, der startet nicht. Ah, Max startet nicht. Doch, da ist es. Meine Güte. Dass Max Geld kostet, ist wirklich ein Unding. Also was mich an Max MSP am meisten stört, ist, dass es nicht damit klarkommt, wenn man Audiogeräte an- und abstöpselt. Dann stürzt Max ab. Ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe. Logic macht das nichts aus. Logic sagt dann kurz, ach, ich habe eine neue Soundkarte entdeckt, willst du die benutzen oder willst du bei der bleiben, bei der ich vorher auch war? Dann drückst du entweder auf OK und sie stellt sich um oder du drückst auf Nein und alles ist beim Alten. Und wenn du eine Soundkarte abstöpselst, sagt Logic kurz, ach übrigens, da ist jetzt eine Soundkarte weg, das heißt, wir haben jetzt zwei MIDI-Channels weniger und ich müsste jetzt den Audiotreiber auf die interne Soundkarte umstellen, sagst du kurz, ist klar, machen wir und fertig. Bei Max ist dann Chaos. Max sagt sich, das darf man doch nicht machen. Gut, mit ein bisschen Musik wollen wir einmal kurz hier drauf gehen. Es geht gleich so ein bisschen ums Thema Fernsehen und YouTube, deswegen passt es eigentlich gerade ganz gut. Stefan Vogel sagt, sehr, sehr geil, Klaus. Ich bin total auf die... ich stehe total auf so geloopte Sachen. Ach so, das hatten wir doch schon. Einmal aktualisieren. So, einer, der auch gerade live zuguckt, Pingo5746. Zum Verkehr in anderen Ländern. Genau, weil ich ja über Bangkok gesprochen hatte und auch über das Verkehrsaufkommen hier in Düsseldorf und in Köln, kann ich nur zu Rio de Janeiro etwas sagen. Da war ich schon mal mit einem Schüleraustausch. Am besten lässt sich die Verkehrssituation dort mit permanentem Stau beschreiben und alle hupen permanent. Klingt nicht besonders verlockend. Meinst du, Yoko Ono singt so hoch, dass man sie nicht mehr verstehen kann? Tja, ich fürchte, da gehört noch mehr zu bei Yoko Ono. Habt ihr das Video gesehen, was ich geteilt habe? Das ist viel schockierender als dieses Ist mir egal. Yoko Ono singt. Was singt ihr nochmal? Ihr Cover von Adele, ne? Gibt's mehrere Videos. Nee, noch nicht mal. Also das ist auch krass, aber das habe ich noch nicht mal geteilt, weil die BBC hat von irgendeinem Festival den Yoko Ono-Auftritt geteilt und wie hieß es? Don't worry. Mega unrhythmisch. Ganz, ganz schief gesungen und es hat nochmal dadurch, dass es in der BBC so mega prominent übertragen wird, auf dieser fetten Bühne und dann auch noch mit Leuten im Zuschauerraum, die echt so dazu abgehen, nochmal eine ganz neue Ebene bekommen, weil es ist katastrophal. Schlecht ist noch nicht mal ein Ausdruck dafür. Es ist schlimmer als Krach. Wirklich, eine Explosion oder so klingt viel, 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 viel besser. Oder ich kann mir wirklich kein Klangereignis vorstellen, was unangenehmer ist. Boah, da müsste ich wirklich lange nachsuchen. Nach etwas, was ich noch weniger genießen kann als das. Also das ging ab. Von daher, es hat leider nicht nur was mit Tonhöhe zu tun, sondern mit allem. Es ist, diese Frau ist ein einziger Fehler, wenn man mich fragt. Okay. Mitras 70, handsome dude, he'd make a great model besides musician. Ja, das musste ich natürlich jetzt hier mit reinnehmen, weil mich das natürlich sehr ehrt. Vielen Dank fürs Kompliment. Better Media, so, das ist, würde ich sagen, einfach mein Comment des Tages. Gibt einen kleinen Applaus auch, weil er sich einfach so ein bisschen ausführlicher hier äußert. Durch einfach mal probieren sind bei mir schon ein paar Beats und so weiter entstanden. Ich habe einfach auf meinem Keyboard herumgeklimpert und irgendwann hat mir gefallen, was ich hörte.
Mir gefiel die Clouception besser als der Looper, also wenn ich mein Video geloopt habe. Das Coole ist, dass nicht nur die Gitarre loopt, sondern auch das, was ich dazu sage. Ich kann also so tschick, 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 so irgendwie auch einen Shaker oder so simulieren, was dann auch mit in den Loop integriert wird. Oh Mann, jetzt nervt mich doch mehr, dass ich nicht kommen kann zum Soundblock-Finale. Ja, das verstehe ich allerdings, wenn man aus Österreich sich dann doch überlegt, dass es ein relativ weiter Weg ist. Aber wer weiß, halt die Ohren offen. Ich kann auch hier nochmal den Aufruf starten, falls ihr aus Österreich kommt, bildet eine Fahrgemeinschaft. Ne? Sprecht euch so ein bisschen ab, entweder unter diesem Video oder ihr kontaktiert mich nochmal per Mail. Und vielleicht kann ich da ja auch ein bisschen die Leute zusammenbringen. Dann könnt ihr noch kommen. Also, ich sag mal so, 6 Stunden Fahrt ist schon, würde ich jetzt an eurer Stelle nicht machen unbedingt, weil dann seid ihr 3 Stunden da und dann fahrt ihr wieder 6 Stunden zurück. Ja, mit Übernachtung. Sagen wir mal, wenn ihr 6 Stunden fahrt, müsstet ihr auf jeden Fall eine Übernachtung organisieren. Und da kann ich euch auch helfen. Und dann solltet ihr einfach am nächsten Tag noch was Cooles unternehmen hier. Aber klar, wenn ihr Montag arbeiten müsst oder so, ist das schwierig. Da habe ich definitiv Verständnis für. Ich kann nur noch mal appellieren, guckt mal, dass ihr da wirklich alle Möglichkeiten auscheckt. Es gibt ja auch Webseiten mit Fahrzentrale und so, wo man auch sehr günstig solche Fahrten machen kann. Habe ich auch schon mal gemacht. Kann man machen. So, jetzt geht's um Galileo. Der Mann sieht sehr wohl. Nee, man sieht sehr wohl, mit einem N schreibt man das. Mensch, Mensch, Mensch. Ganz ehrlich, ich möchte gar nicht so klugscheißerisch rüberkommen, wenn ich die Leute beim Schreiben korrigiere, also beim Vorlesen korrigiere. Das Blöde ist halt nur, dass ich auf so eine Distanz zum Laptop auch relativ schlecht lesen kann. Und wenn dann auch noch irgendwie was Missverständliches da steht, dann ist das natürlich doppelt gefährlich. Und führt dazu, dass ich nicht genau weiß, was gemeint ist. Also, man sieht sehr wohl, mit wem er schreibt. Ne, da ist ja dieser Typ in diesem Galileo-Container und alle können ihn beobachten und so. Und sein Handy und der PC, die Bildschirme, die werden alle abgefilmt. Es wird mehr auf den BND als auf die NSA bezogen, aber das ist ja letztendlich irgendwo auch egal. Er hat auch Knopfbatterien einfach mit LED-Lämpchen verbunden und die verteilt und hat die Leute aufgefordert, die Dinger überall hinzukleben, wo sich eine Kamera befindet. Laut Galileo haben das auch viele Leute in Deutschland weit getan. Neulich haben sie auch gezeigt, wie leicht die Leute Informationen hergeben, indem er ihnen 20 Cent bis 1 Euro gezahlt hat für Sachen wie Adresse, Name, Alter Daten, Dinge halt, die man gratis auf Facebook angibt, aber für Facebook viel wert sind. Ich finde das Experiment ganz cool, aber nur, weil es darauf hindeutet, vielleicht fertigt man man seine Informationen und so weiter herschenkt, obwohl es einem nicht bewusst ist. Auch hier habe ich den Eindruck, müssen die Menschen noch unheimlich viel lernen. Es gibt einfach Firmen, die preschen einfach krass vor. Und So eine Seite wie Facebook ist ja eigentlich zu geil, um wahr zu sein, muss man mal ehrlich sagen. Einfach weil es Investoren gibt, die sagen, ja, so in 10, 20 Jahren könnte die Seite mal Geld abwerfen, also pumpen wir da mal ein paar Milliarden rein. Und deswegen können die eine fantastisch geile Webseite starten, ja, die Menschen in der Form noch gar nicht so kannten. Das heißt, so Privatsphäre oder sein eigenes Profil oder sowas zu haben, das war für viele ja noch komplett ungewohnt. Und dann überhaupt eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass das ja echt was wert ist, dass ich selber ganz schön viel wert bin, weil ich bin ja potenzieller Konsument, das müssen viele Leute jetzt erstmal rauskriegen. Ich weiß noch, als ich zur Schule ging, das ist ja jetzt auch noch nicht ewig her, deswegen erzähle ich das so gerne. Ich habe 2007 mein Abi gemacht und ja, zu der Zeit oder vielleicht 1-2 Jahre vorher, da war das die mega Ausnahme, wenn jemand einen Blog hatte. Ich glaube, es gab in meiner Stufe von etwa 140 Leuten, gab es 1-2 Personen, die irgendwie so eine Art Blog hatten. Klar hatten alle StudiVZ, das ging natürlich auch schon so in die Richtung, aber dass man so krass mit seiner Persönlichkeit in die Öffentlichkeit geht, das war die absolute Ausnahme. Da war man ja fast schon so ein bisschen freakig, wenn man sich damit geoutet hat.
ja, Tagebuch schreiben ist okay, aber sowas öffentlich zu machen, auch wenn es nur in Häppchen oder sowas geschieht, das war zu der Zeit noch total, total fremdartig. Ja, und dann überrollt es einen so ein bisschen. Ein anderes Beispiel ist Uber oder Uber, ja, diese Taxi-Alternative. Habt ihr davon gehört? Das wird ja auch leidenschaftlich diskutiert. Wie ist denn das eigentlich? Du hast eine App, ne, und musst irgendwie ein Auto haben und dann kannst du mal eben ganz spontan andere Privatpersonen mitnehmen, ne, und mit denen einfach via App Preise aushandeln, mit denen du transportiert wirst. Ne? Auf der einen Seite, so rein ökonomisch betrachtet, ist das, oder auch ökologisch betrachtet, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ja viele Autofahrer in einem Fünfsitzer alleine unterwegs sind. Und warum nicht noch zwei Leute mitnehmen? Ist doch super. Oder auch selbst wenn man nur einen mitnimmt. Und derjenige, der diesen Service in Anspruch nimmt, spart natürlich sich die Taxikosten. Und dann gibt es natürlich auch berechtigterweise die Kritiker, die sagen, naja gut, aber es hat schon so seine Gründe, warum Taxen das kosten, was sie teuer sind, weil man kann sich sicher sein, dass man nicht ausgeraubt wird oder so, dass man nicht sonst wohin gefahren wird. Das ist ja bei dieser Uber-App schon ein gewisses Risiko, oder? Auch dieses Wohnungssharing, ne? Also dass man irgendwie, wenn man selber in den Urlaub fährt, dass man seine Privatwohnung bereitstellt oder so. Das basiert ja alles auf unheimlich viel Vertrauen. Das ist ganz toll, dass es funktioniert, aber früher oder später wird das kriminell ausgenutzt. Oder? Ist das so? Das Beispiel, was wir gerade hatten, Mitfahrzentrale. Das kann ganz toll funktionieren, aber wenn dann die Leute sich da mit vier verschiedenen Namen anmelden und viermal die gleiche Fahrt dort eingeben mit vier verschiedenen Handynummern und dann letztendlich da sich 15 Personen für melden, damit er eben sein Auto mit drei Personen auch wirklich voll kriegt oder weil er dann vielleicht die Preise entsprechend nach oben schrauben kann oder so, dann ist das nicht mehr so richtig toll. Kommst du da hin zum vereinbarten Treffpunkt und weil schon drei Leute vor dir da waren, stehst du dann dumm da, der Fahrer ist nämlich schon weg. Ja, solche Geschichten gibt's dann. Ja, eigentlich so, wie komme ich drauf, dieses Uber ist überhaupt nicht vereinbar mit der aktuellen Gesetzeslage. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland gibt's das mittlerweile, diese App, aber die ist eigentlich verboten. Es gibt da ja so Taxen, Taxi-Gewerbe-Geschichten. Letztendlich bräuchte man da so eine Lizenz für. Haben die nicht, sie machen es trotzdem und falls jemand ein Problem damit hat, dann wird halt geklagt und dann wird erstmal 10 Jahre prozessiert. Ja, und bis es dann mal soweit ist, hat Uber hier schon Millionen und Milliarden verdient. Blöde Situation. Ich verstehe zwar, dass die Justiz zuträge ist, aber die Firmen, die sind manchmal auch zu schnell in ihrer Evolution und die Menschen, die wissen gar nicht so richtig, wie sie mithalten sollen. Ja, ich hoffe auch mal, ja, sobald irgendwie da so ein Bewusstsein herrscht, wie wertvoll eigentlich die eigene Privatsphäre ist, dann wird man auch für 20 Cent nicht mehr unbedingt sein Gewicht oder sein Alter und seine Kaufinteressen sagen. Als erstes wäre es mal so weit, dass man Payback abschaffen sollte, diese Payback-Karten. Ich hoffe, von euch benutzt die keiner, weil das ist ein Witz, wenn ihr da einen Punkt kriegt pro Euro. Das ist viel, viel mehr wert, was die an Daten über euch gewinnen. Ich habe das mal eine Zeit lang zum Tanken und so benutzt, aber letztendlich ist es auch alles ganz schlimm. Payback. Damit hat man auch, Payback war so einer der ersten, ne? der einfach so Konsumverhalten beobachtet hat. Ja, tut nicht weh, ne? Man kriegt dann so hin und wieder mal so ein Sticker geschenkt. Ja, und wenn man lang genug wartet, reicht es vielleicht auch für eine schrottreife Stereoanlage, die mal so ein Jahr lang funktioniert. Aber so wirklich, wirklich wohl fühle ich mich dabei überhaupt nicht. Ich hoffe mal, dass es vielleicht da politisch mal eine Linie gibt, der man nacheifern kann. Also danke für diese ausführlichen Kommentare. Ich finde das Galileo-Projekt, auch wenn ich es kein Mal gesehen habe, durchaus dann auch sehr interessant. Finde ich gut, dass man auf diese Weise dann nochmal Leute erreicht und sensibilisiert. Also, perfekt. So, es gibt nicht mehr so viel vorzulesen. Instrumentenfreak ist bekanntermaßen beim Soundvlog-Finale dabei und hat mir nochmal erklärt, wann der Looper am besten in die Kette kommt. Nach der Vorstufe heißt
im Effektweg des Amps. Ich bringe am Sonntag mein Equipment mit, dann haben wir Anschauungsmaterial. Ja, am Sonntag, das ist noch, warte mal, ist das nicht noch ein bisschen Zeit? Das ist doch erst Ende August, ne? Nicht Ende Juli. Ne? Ja, 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 gut. Wir sind beim 337. Soundvlog. Ein paar Tage habe ich noch zum Üben. Und Red, das glaube ich, der letzte. Hallo Klaus, ich bin zurück aus dem Urlaub und schaue die Vlogs. Call it old fashioned, aber ich stehe nach wie vor auf das alte, böse Fernsehen. Ich glaube, dass wenn man nachhaltig eine Präsenz in der Popkultur bekommen will, nur über das Fernsehen so etwas schaffen kann. Siehe Böhmermann. Argumentiere mal dagegen. Das werde ich auf jeden Fall gerne auch beim Soundvlog-Finale tun. Ich glaube, Red kommt auch, soweit ich das richtig überblicke. Von daher herzlich gerne debattieren wir ein bisschen darüber, inwieweit das Fernsehen da unabdingbar ist. Tatsache ist nur, dass die YouTube-Stars sehr in ihrem eigenen Kosmos verhaftet sind. Ne? Die paar Fernsehauftritte, die die hier und da mal haben, tja, die bringen es nicht so richtig. Ne? Also ich finde auch, dass die YouTuber sehr blass rüberkommen. Also wenn die mal bei TV Total zu Gast sind, das ist immer nur so, ja, wir Freaks aus dem Internet, wir haben so eine Webcam und sprechen da so rein. Irgendwie macht das nie neugierig. Ich hatte ja auch mal einen Fernsehauftritt auf 1 Plus, wo ich über mein Zeug geredet habe und hatte auch nicht so das Gefühl, dass jetzt alle, die das gesehen haben, denken, boah, den muss ich mir mal angucken. Da gehe ich jetzt sofort auf YouTube und suche den mal. Wie kommt das? Klar, also Fernsehen gucken immer noch sehr, sehr viele Leute. Ich finde nur, du hast ja, glaube ich, gesagt, ausschließlich über das Fernsehen kann sowas gehen. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das Fernsehen ganz, ganz entscheidenden Faktor dazu beitragen kann, bekannt zu werden in der Popkultur, sich in irgendeiner Form zu etablieren. Fernsehen ist da auch immer noch so ein Qualitätssiegel. Wenn man es ins Fernsehen geschafft hat, dann ist vorher schon unheimlich viel gefiltert worden. War ja auch in meinem Fall so. Ich war auch nicht der einzige Anwärter auf diese Kika-Sendung, ne? Und deswegen, man muss sich erstmal auf diese Weise ein bisschen da durchsetzen und ja, dann ist das für viele eben schon ein Indiz dafür, dass das schon in irgendeiner Form mal sich bewährt haben muss, sonst wäre der Typ vielleicht nicht vor der Kamera. Und YouTube machen kann halt jeder und deswegen ist das vielleicht nicht ganz so glanzvoll wie das Fernsehen. Glanzvoll, ja. Ein besseres Wort fällt mir gerade nicht ein. So, ganz viel geredet, aber hat Spaß gemacht, war interessant. Jetzt gucken wir nochmal kurz in den Chat. Ja, oder sollen wir jetzt in den Chat gucken oder gleich? Ja doch, jetzt gucke ich mal kurz, jetzt reizt es mich aber. Aha, die Freude kommt also von dem Hackergefühl, scheint aber so, dass ich eh wieder spät bin. Ach, Thorsten, K-Wort ist auch dabei. Achso, jetzt hier, Chromium-Browser installieren, Webproxy-Add-on, meine Güte, da geht's aber jetzt rund hier. Ist mir egal genannt, um dich auch mal auf deine Rechtschreibfehler aufmerksam zu machen. ich hab tatsächlich... Das war natürlich jetzt die Retourkutsche. Ich habe tatsächlich meinen Titel falsch geschrieben. Egal. Deswegen sind hier noch nicht zig Millionen Fans, die den Livestream verfolgen. So, ist mir egal. Ich habe es korrigiert. Vielen, vielen Dank. Das war natürlich von mir schlecht. Das letzte Wort hat natürlich wie immer der Chat, aber vorher wird noch mal kurz gejammt. Ich weiß, dass es für mich eigentlich immer netter ist, auch was Konkretes innerhalb des Backing-Tracks zu üben. Guck mal hier, Pink Floyd-Style Backing-Track. Mal gucken, was das... den Song, der dahinter steckt, mir kommt jetzt gerade nicht so bekannt vor. Ist leider auch eine furchtbar schlechte Qualität. Naja gut, damit kann ich gerade nichts anfangen. Hab ich das gerade schon gehabt? Ich glaube ja, eine Funk in A-Moll. Ich will auch keinen Funk mehr haben jetzt. Wish You Were Here, Pink Floyd. AU. Rammstein.
Neil Young, aber ich weiß nicht, ob das alles. Komm mal hier, Blues. Ja, komm, machen wir doch. Warum denn nicht? Blues in A-Moll von johnguitar.com. Boah, wie schlimm das teilweise gemischt ist. Okay. Gucken wir mal, ob ich mich da irgendwie durchgesetzt bekomme. Da haben wir den Pingu, sehr schön. Puh, das war anstrengend. Das ist ein ganz, ganz anstrengender Sound. Das halte ich nicht länger als 3 Minuten aus. Und ja, spielerisch bin ich froh, dass man die Gitarre überhaupt noch hört in dieser ganzen Klangmatsche, die da hinten verzapft wird. Nee, da kann ich nicht viel gegen anrichten. Ich glaube, ich habe mich noch halbwegs wacker geschlagen, aber länger muss das auch nicht sein. Ich hatte gerade kurz angefangen, davon zu erzählen, dass ich neulich noch so eine Partyband am Christopher Street Day in Stuttgart gesehen habe. Wie hießen die nochmal? Hot Rocket. Kann ich nur empfehlen, hat Stimmung gemacht, war ja sehr, sehr solide und gute Band-Performance. Und ich habe jetzt eben auch schon erzählt, ich habe mir den Gitarristen ein bisschen genauer angeguckt und
viel Familiäres auch gesehen. Jetzt komme ich aber nochmal zu einer anderen Schlussfolgerung. Wir hatten öfter mal darüber debattiert, Klausi, ist es nicht besser, wenn du Rhythmusgitarre lernst, weil, also übst, ne? Weil 80% von dem, was der Gitarrist auf der Bühne effektiv macht, ist Schrummeln, ne? Und natürlich nicht unbedingt so verzerrt mit Delay, sondern halt auf vielleicht auch irgendwie so ein bisschen funky oder ein bisschen clean. Und das stimmt. Das ist tatsächlich so, aber es gibt einen großen Unterschied, und zwar der Gitarrist hat trotzdem immer mal wieder sein Solo und da muss er liefern. Das geht nicht, dass er da irgendwie so eine 0815-Aktion liefert, weil da ist der Fokus wirklich auf ihm. Klar, in der Zeit, wo der Sänger da sein Zeug macht, geht es darum, mitzuspielen, also irgendwie sich der Bandorganik irgendwie unterzuordnen und seinen Job eben zu erfüllen, die halt für den Gesamtklang eine Rolle spielt. Aber wenn das Solo kommt, dann muss er zu 100% da sein. Und das ist eigentlich das Reizvolle und auch das Wichtige. Deswegen muss auch solieren beim Gitarristen viel geübt werden. Das macht er nämlich auf der Bühne nicht so oft. Und da muss er etwas abrufen, was er eben blutigerweise geübt hat. Rhythmusgitarre spielen, das macht er eh auf der Bühne so oft. Und es wird auch gar nicht so auffallen, wenn er mal vielleicht ein bisschen daneben greift oder so. Das fällt wirklich nicht so sonderlich auf. Da könnte man noch denken, huch, ja gut, war etwas überambitionierter Ausschmückungsversuch oder so. Nur, wenn da ein Fehler passiert, das ist echt egal. Aber wenn ein Fehler im Solo passiert und man merkt, okay, da ist er total unsicher und da spielt er nicht so ganz überzeugt, dann kriegt das Publikum das in dem Augenblick mit. Deswegen, man kann nicht damit argumentieren, in welchem Verhältnis später als Gitarrist irgendwie die Sachen gebraucht werden, schon gar nicht zeitlich gesehen, um davon irgendwie darauf zu schließen, was ich hier viel mehr üben sollte oder wenig üben sollte. Man müsste es eher so mal -1 rechnen praktisch, also so komplett umdrehen und sagen, okay, das, was ich auf der Bühne zu 20% brauche, das muss ich zu Hause zu 80% üben. Und das, was ich dort für 80% brauche, das übe ich hier zu 20%. Ich glaube, so wird eher ein Schuh draus. Ihr könnt mir gerne mal verraten, was ihr dazu denkt. So, mal gucken, ob noch irgendwas im Chat passiert ist. Ich meine, es natürlich, freut mich natürlich, dass noch jemand dazugekommen ist. Allerdings habe ich jetzt erst vor einer Minute das letzte Mal reingeguckt. So, wo haben wir es denn? Live Control Room. Ich hoffe, ihr findet das auch mal ganz interessant. Zu sehen, wie ich hier in diesen Chat mal gucke und hier diese ganzen YouTube-Admin-Seiten laufen habe. Warum bist du überrascht? Funktioniert der Vlog in Deutschland ohne Proxy? Nein, leider nicht. Habe es auch mit dem normalen Firefox nicht. Ach so, das habe ich gerade vorgelesen. Ja, also hier immer diese Proxy-Debatte, sie lässt nicht los. Das wird sich zum Ende des Soundvlog-Finales auch nicht mehr ändern, aber wer weiß, vielleicht ist dieser Vlog ja auch mal ein schönes Modellprojekt, dass man mal sagt, ach komm, vielleicht ändern wir in der YouTube-Policy und in der Rechtelage, vielleicht machen wir da mal was mit der Landesmedienanstalt klar oder den verschiedenen Landesmedienanstalten klar, dass so kleine Pimpfe wie ich auch in Deutschland live senden dürfen. Wenn ich das erreichen würde mit diesem Soundvlog, dann hätte ich wieder eine ziemlich krasse Aktion geschafft. Ich habe möglicherweise sogar noch was anderes geschafft, aber dazu werde ich euch heute nicht mehr erzählen. Vielleicht mache ich das morgen beim 338. Soundvlog. Ich sag mal, bis dahin. Tschüss, macht's gut. Und da kommt das Auto.